Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute eine wundervolle ganzheitliche Lehrtherapeutin Gisela Ring bei mir. Sie leitet und hat ein Institut für ganzheitliche Traumatherapie. Und was das bedeutet, vor allen Dingen, wann fängt bei uns wirklich das Trauma an und welchen Einfluss es auf unser ganzes Leben hat, das erfahren Sie hier. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Gisela. Ja, guten Tag Corinna. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Mein absolutes Lieblingsherzensthema und ich liebe diese Art von Arbeit, die du schon so viele Jahre machst. Und ja. Freue mich umso mehr, dass wir heute mal wirklich darüber sprechen. Ja. Ja, weil ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute kommen und sagen, ich war hier 10 Jahre in Psychotherapie und da 5 Jahre dort. Und ich denke immer, was habt ihr denn gemacht? Ja. Und wenn man dann sich die ganzheitliche Traumatherapie anschaut, da geht es ja richtig zur Sache. Da kommen ja die Menschen wirklich in ihre Prozesse. Und deswegen fände ich es jetzt so schön, mal, wenn du erklärst, was bedeutet denn ganzheitliche Traumatherapie? Ja, ja, für mich die ganzheitliche Arbeit als Begriff wird sehr viel verwandt überall. Und wenn man dahinter schaut, dann habe ich immer so meine Bedenken, dass, was ich unter Ganzheit verstehe, war meine eigene Erfahrung, dass Ganzheit Körper und das eigentliche Seelenleben in uns und der Aspekt zum Bewusstsein, Körper, Seele, Geist, also das geistige Prinzip, wo kommen wir her? Und in meiner Aufstellungsarbeit wurde das immer deutlicher über die Jahre, dass sich alle Aspekte mehr und mehr entwickelt haben, sobald sich die Menschen auf das einlassen konnten, was ihnen sehr früh passiert ist. Mhm. Also ich rede vom vorgeburtlichen Trauma, auch von dem, wie bin ich sozusagen im Empfängnisprozess gewesen. War es eine schöne Nacht, war es ein Willkommen oder war es ja weniger schön? Das sind Aspekte, die in dieser Aufstellungsarbeit deutlich werden. Und häufig ist es so, dass Klienten das nicht wissen, dass sie eigentlich gar nicht kommen sollten, dass sie abgelehnt wurden, dass sie vorgeburtlich auch schon ein Zwilling oder manchmal ein Drilling verloren haben, was dramatische Auswirkungen hat auf den Rest des Lebens. Das müsste man im Einzelnen alles erklären. Also ich kümmere mich darum, wann ist der Ursprung für das, was nicht mehr harmonisch in uns war. Mhm. Und der Ursprung ist die Essenz. Und wenn wir davon ausgehen, dass es hat Franz Ruppert mal dieses Modell entwickelt, der traumatisierte Teil, der gesunde Anteil in uns und der Überlebensanteil. Und der Überlebensanteil entwickelt sich dadurch, dass nach der Spaltung muss ich ja irgendwie weiterleben. Ich spalte mich von dem ab, was mich ausmacht, ab. Das ist nicht gewünscht. Und dann gibt es einen Überlebensanteil, der dann anfängt zu funktionieren. Und auch so Überlebensstrategien entwickelt. Ja, richtig. So. Es gibt Aufnahmen darüber, dass es vorgeburtlich, wenn es zu solchen schwierigen Sachen kommt, es gibt auch Gewalt, dass der Embryo sich zurückzieht. Also ich konnte in einer Arbeit feststellen, dass als mein Zwilling gegangen ist und ich die Abtreibung erlebt habe, bin aber nicht dabei gestorben, dass sich ein Teil zurückgebildet hat. Und über meine körpertherapeutischen Ausbildung habe ich erfahren dürfen, dass ich diese rechte Seite immer irgendwie schütze. Und heute brauche ich das nicht mehr, dann kann ich die zur Seite bewegen. Und das erfüllt mich, weil ich mich dann auch ganz fühle im Körper. Ja. Und das hat was mit damit zu tun, dass diese innere Harmonie, wenn die wieder da ist, dann bin ich auch in meiner Kraft. Und unterstützt hat mich natürlich sehr stark ein elektrosmogfreies Feld. Das möchte ich dazu erwähnen, dass ich auch gemerkt habe, dass ich häufig unruhig war, zu viel gemacht habe. Da kam Trauma und das, was ist die Negativstrahlung draußen, wie beeinflusst mich das in dieser Sensibilität? Und das war ein ganz großes Feld. Und darüber bin ich dann auch natürlich in Kontakt mit Firmen gekommen und auch über Swiss Harmony und habe dann gespürt in meiner Arbeit, in der ganzheitlichen Struktur und Anwendung, haben Klienten sich in meinen Räumen sehr wohl gefühlt. Also sie waren harmonisiert und es kam häufig der Begriff dann, ja,
ist wie zu Hause ankommen. Und sie konnten dann mit ganz viel Vertrauen sich auf den Prozess einlassen. Und das war für mich auch ein wichtiges Gefühl, mich in mir selbst zu fühlen, ganz zu fühlen. Wann bin ich im Bewusstsein nach oben angebunden? Wann spüre ich meinen Körper nicht mehr? Wann spanne ich im Solarplexus und im Nabelbereich an? Das sind die Symptome, wo Trauma sich auch häufig deutlich macht. Oder wo kann ich nicht sprechen, wo ich sprechen würde, wollen. Also es gibt sehr viele Sachen. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber das zu deiner Frage, was ist ganzheitliche Traumaarbeit, würde ich sagen, ich berücksichtige in diesem morphischen Feld, in den Aufstellungsarbeiten, nicht nur Vater, Mutter, Kind, sondern ich schaue die Anteile an, die ich verloren habe oder die ich abgespalten habe. Vielleicht wäre es nochmal ganz interessant zu erklären, wenn diese Abspaltung stattfindet, was das für Folgen hat in unserem Leben, vielleicht auch aus praktischen Beispielen, ja. Das praktische Beispiel kann ich nennen. Ich habe dann Papa zuliebe auch eine Banklehre gemacht, weil er war auch an der Bank. Und dann habe ich Steuerrecht studiert, weil ich wollte dann Treuhänderin werden. Alles wunderbar. Ich musste mich sehr anstrengen, weil ich wollte ja erfolgreich sein. Man macht dann ganz viel für den Elternteil oder die Eltern und merkt gar nicht, dass man eigentlich was ganz anderes möchte. Und interessant war, dass der Hauptteil meiner Klienten waren dann Praxen, Psychologen, Therapeuten, die zu mir kamen. Und dann habe ich häufig gehört in den Gesprächen, wenn es um deren Schwierigkeiten ging, ob ich mal Psychologie studiert hätte, habe ich gesagt, nein, ich bin den anderen Weg dann gegangen. Habe viele alternative, wunderbare Therapeuten kennengelernt, tolle, intensive Ausbildung. Und mein Favorite war, möchte ich auch namentlich nennen, Professor Müller-Egloff aus München. Der hat mich erkannt und hat gespürt, was ich für Fähigkeiten habe. Und das war ein Riesengeschenk für mich. Und dann fing ein neues Leben an. So 36, 37 hier habe ich das dann gestartet und bin sehr glücklich auch heute noch damit. Da war das mit 36, 37 okay? Ja. Ja. Schön. Ja, das war sehr spannend. Und parallel habe ich dann natürlich auch noch, habe noch drei Kinder und konnte da auch durch viel lernen. Und in dem Spaltungsmodus, was das für Auswirkungen hat, das war ja deine Frage. Wir leben aus dem Überlebensanteil. Ich mache irgendeine Arbeit, damit ich dazugehöre, damit ich auch was wert bin, weil der Selbstwert ist weg, wenn ich Ablehnung erfahren habe. Wenn ich eine traumatische Geburt hatte, Sauchglocke, Zangengeburt, Kaiserschnitte. Da gibt es die verrücktesten Geschichten der Klienten. Warum Kaiserschnitt? Warum eine Zangengeburt? Hatte ich neulich jemand, der nicht kommen sollte, hat sich dann auch so zurückgezogen, dass er nicht in den natürlichen Geburtsprozess hinein wollte. Und dann wird man rausgeholt und erlebt einen Wahnsinnsschmerz. Und das nochmal zu durchleben und sich zu umarmen dafür, dass man diese Entscheidung selbst getroffen hat, nicht ins Leben zu wollen. Das ist mir ganz wichtig. Diese Eigenverantwortung. Ja, dass es sind nicht die schrecklichen Eltern immer oder dieses oder jenes, sondern das Kind trifft auch eine Entscheidung schon sehr schnell. Das ist, wenn es abgelehnt ist. Es ist ja abhängig vom Wohlwollen und der Liebe der Eltern. Und in dem Feld finde ich es super spannend zu beobachten in den heutigen Zeitfenstern, wie der Gehorsam der Menschen im System praktiziert wird. Sie wollen auch dazugehören. Sie machen dann auch Sachen mit, die ihnen vielleicht nicht gut tun. Und über diese Harmonisierung und die gleichzeitige innere Arbeit, ich nenne sie innere Arbeit, kommt auch das Gefühl, ich entwickle mein inneres Zuhause, was ich dann außen wahrnehme. Das Gesetz der Resonanz kommt. Ich lerne auf einmal ganz andere Menschen kennen, weil ich mich lebe. Man kann mich spüren. Ich muss nicht irgendeine außenorientierte Rolle spielen. Das ist ja anstrengend. Ja. Diese Hausharmonisierung. Kann es sein, dass ich auch am Grad der Traumatisierungen eine Sensibilitätswahrnehmungsstörung so habe, also dass man wirklich, dass der Körper durch Blockaden und Traumata einfach im System so geschwächt ist, dass wenn man in die Prozesse geht und diese Auflösungsarbeit macht, dass
dass man dann einfach aber auch eine gewisse Resilienz hat, oder? Eine andere Schwingung, dass man nicht mehr so in dieses Drama. Ja. Das passt ja total. Ja. Du erlebst das Drama als Opfer im ja. Geburtskanal mhm. und dieses Drama und Opferverhalten überlagert sich dann natürlich auch ins Leben. Ja, und dann wirst du Täter an dir selber. Also du machst Dinge, die dir nicht gut tun. Mhm. Einfach mit diesem fehlgeleiteten Bewusstsein, ich muss überleben. Das nenne ich die Überlebensanteile. Und wenn das mal offensichtlich wird, das ist ein ganz tiefer Befreiungsprozess, mhm. dann kommen oft sowas wie, wer bin ich wirklich? Das hören wir überall, mhm. dieses Wort, wer bist du, wer bin ich wirklich? Was das aber heißt, was dahinter steckt, zu erfahren, wer ich wirklich bin, dann bin ich offen fürs Leben. Mhm. Und nicht fürs System, sondern für das wirkliche, reale Leben. Und dann kommt eine unglaubliche Kraft. Also ich habe das als eine Urkraft erlebt, die mich nicht mehr blockiert, wo ich nicht mehr Angst habe, oh, was sagen die, wenn ich das jetzt so mache und mhm. wenn ich dann da weggehe und nicht mehr schlechtes Gewissen, Scham, all das, das fällt wie weg. Ich muss mich doch nicht für mich schämen oder mhm. weißt du, was ich meine? Ja, man wird auch immer ehrlicher. Ja, authentischer. Ja. Und das spüre ich sehr schnell, ob jemand authentisch ist oder ob er mir irgendwas daher mhm. säuselt. Ja, ja. Ja, weißt du, okay. was du sprichst. Ja. 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 Die Vor-, also mir ist nochmal ganz wichtig, einfach auch den Menschen mit auf den Weg zu geben, dass du nochmal wirklich erklärst, dass einfach die größten Traumata uns einfach nicht bewusst sind mhm. und wir uns auch nicht dran erinnern können. Weil es gibt auch manche, die kommen und sagen, kennst du bestimmt auch, ich hatte eine super Kindheit. Also bei mir war alles ganz toll. Ja. Und da weiß ich, oh Gott. Ja. Wenn du da mal an den Punkt kommst, dann rumpft es aber ganz schön. Ja. Weil das ist so, als ob man eine Überlebensstrategie entwickelt hat, um sich zu schützen vor diesem ganz schlimmen Schmerz, den ich wahrscheinlich auch nicht erinnern kann. Genau. Den kannst du nicht erinnern, weil der ist im Unterbewusstsein verborgen. Der kann nicht hoch. Also ich kann mich erinnern, wenn ich irgendwas erzählen wollte zu Hause von mir, dann gab es so den Standardsatz, was hast du schon wieder für ein Problem? Und also habe ich gespeichert, ich bin ein Problem. Mhm. Ja. Und ich finde mich gar nicht so problematisch. Und um diesen Satz überhaupt wegzukriegen und den vorgeburtlichen Teil so wegzudrücken, auch Missbrauch, wie viele Menschen mhm. schämen sich darüber zu sprechen, was sie erlebt haben. Wie viele Menschen loben ihre Eltern in den Himmel und wenn sie genauer hingucken, ist das eine Fassade, weil die Mutter war ganz woanders, die ist selber so traumatisiert durch Kriege, durch mhm. ich gehe ja auch in die Ahnenreihen zurück. Und da war mir ganz wichtig zur Unterstützung, dass ich etwas habe, was du gesagt hast, die Sensibilität, die sich dadurch entwickelt, ist das eine. Mhm. Das ist eigentlich was Großartiges. Ich werde sensibler und schneller merke ich, wenn irgendwas nicht richtig mhm. ist. Aber andererseits funktioniere ich mit meinem Überlebensanteil. Und das ist Spaltung. Weil die eigentliche Größe in dir, die Mitte, sag ich mal, die spürst du gar nicht. Mhm. Also es geht mehr um Aktion und Reaktion. Und das hat wenig noch mit Intuition zu tun, aus mir selber heraus ein Bauchgefühl zum Beispiel gar nicht zu haben, zu sagen, nein, das möchte ich nicht und ja, das ist gut für mich. Das können Leute nach dieser Arbeit im Vorgeburtlichen und mit der Unterstützung, dass sie nicht mehr so hochsensibel auf alles, was draußen an Negativität kommt. Und der Schlüssel war für mich, der Elektrosmog macht mich verrückt. Mhm. Ich habe das gespürt, überall. Und auch bei meinem Institut werden die Handys ausgemacht. Und es gibt Möglichkeiten, das Handy zu entstören. Und da bin ich eben auf Sysharmonie gekommen, Deutschland und Schweiz. Und dass ich gemerkt habe, ja, ich bin damit so irgendwie als Versuchskaninchen auch dann einhergegangen. Und es hat gewirkt. Es wirkt heute noch. Und ich liebe die Sachen. Ich habe sie auch an meinem Körper, also als Ring. Und ich habe meine Haus harmonisiert, dieses Institut. Ich komme da rein und es ist ein anderes Gefühl, als wenn ich in ein Kaufhaus gehe, wo ich bombardiert mhm. werde mit den Beleuchtungen, mit dem Ganzen. Ja, und so habe ich eine Unterstützung gefunden,
die auf der körperlichen Ebene wirkt. Deshalb sage ich auch Ganzheitlichkeit dazu. Die körperliche Ebene darf sich wohlfühlen und dann öffnen sich auch die Zellkörper wieder anders. Es schließt sich nicht immer alles nur zusammen. Der Mensch hat ja ein Schutzprogramm am Laufen. Und wenn er das nicht spürt, da gebe ich dir recht, dann ist das nicht offensichtlich. Was habe ich eigentlich? Dann werde ich irgendwann krank. Warum bin ich krank? Ja, dann kriegt man Medikamente. Aber der Ursprung der Krankheit ist, dass ich nicht wissen will, warum ich diese Krankheit habe, sondern dass ich gerne und wieder gesund bin. Der Mensch ist in seiner Anlage gesund. Wir sind nicht krank. Ja. Und wenn wir eine Grippe haben, dann brauchen wir die zum Beispiel, damit das Immunsystem sich wieder stärkt. Also das sind für mich alles andere Aspekte geworden. Gott sei Dank war ich viel gesund und möchte das auch bleiben. Aber diese Unterstützung habe ich bekommen und habe die in Anspruch genommen. Super. Um jetzt nochmal auf diesen, was ich ja ganz spannend finde, gerade mit dem verlorenen Zwilling, ja. Ist ja auch so ein Thema, dass man dann unbewusst sich, wenn man ein schönes Paar Schuhe oder ein Hemd hat, das in der zweiten Farbe gleich nochmal mitkauft oder gern Kirschen esst oder gern Erdnüsse. Mhm. Alles, wo so zwei sind. Wenn man drei hat, dann natürlich mit drei. Dann gibt es dann das Kleid in drei Farben, weil es so schön war. Und ich finde, wir werden schon ein bisschen, wenn wir sehen würden, ja. Dann wären wir eigentlich schon drauf geleitet. Ja. Ja. Aber es fehlt halt auch so diese Information. Damit arbeitet ja natürlich die klassische Schulpsychologie nicht. Leider nicht so viel. Und gerade wenn du einen verlorenen Zwilling hast, dann sind das ja auch diese Partnerschaften, wo man so merkt, man ist so verschmolzen und tut sich eigentlich gar nicht gut. Dieses, ja. Wo man denkt, was ist denn das, gell, oder? Ja, es ist die fehlende Anziehung zwischen Mann und Frau dann. Es ist mehr diese toxische oder symbiotische Beziehung. Mhm. Und was du sagst, so Drillinge dann für drei oder für zwei. Ich habe immer was auf dem Teller liegen lassen. Das letzte Stück, das habe ich mal aufgestellt, das letzte Stück, das war einfach für den Zwilling. Das mache ich heute nicht mehr. Mhm. Aber ich habe auch immer alles doppelt gehabt. Und man kann sagen, man hat Vorräte, aber ich musste immer alles, und ich habe auch gearbeitet für zwei. Mhm. Daran habe ich das auch bemerkt, dass da wenig Ruhe reinkommt. Und ich habe auch manchmal noch heute die Symptome, dass ich immer mal wieder an diesen Punkt komme. Das möchte ich sagen, dass das Trauma bleibt, aber es ist ein anderes Bewusstsein dafür da. Und dass ich realisiere das irgendwann und sage so, und jetzt ist Stopp. Jetzt brauche ich mal Ferien, brauche ich mal das. Das hatte ich früher nicht. Das konnte ich irgendwie nicht realisieren, dass ich ganz schlecht entspannen kann. Und das sind alles so Aspekte, die vielen Menschen nicht bewusst sind. Dass sie immer im Mangel bleiben, immer im Defizit und immer das Gefühl haben, ja, wo ist denn mein Partner und wo ist denn da meine Partnerin? Sie suchen immer irgendwas oder sie essen doppelt so viel. Sie haben immer das Gefühl, sie kriegen zu wenig, weil sie Angst haben, dass sie dann vielleicht selber sterben. Also es ist abstrus, was Klienten manchmal erzählen. Ja. Ja. Und das fehlende Bewusstsein ist eigentlich der Schlüssel. Es geht nicht darum, dass ich jetzt jahrelang Therapie machen muss, aber die Dinge, die mich belasten, in einen Aufstellungsmodus zu bringen und die Anteile, die mich belasten, mal hinzustellen und dann die Antworten zu hören, das macht sehr viel. Und das rührt und es bringt auch einen Schmerz hoch. Aber es ist gleichzeitig, das ist auch meine ganzheitliche Arbeit, achte ich darauf, dass der Klient den positiven Teil, die Ganzheit in sich einen Moment spüren kann, dass er mit diesem Anteil nach Hause gehen kann. Und nicht, natürlich ist da ein bisschen Aufruhr, aber es gibt eine Stelle, die ist heile geblieben, sage ich immer. Man kann uns nicht wirklich zerstören. Wir sind göttliche Wesen, verstehst du? Wir haben es nur vergessen. Und die Ganzheit bleibt dann. Uns wurde auch ein völlig falsches Bild vermittelt, was Gefühle fühlen angeht. Ja. Ich meine, wenn man so eine Sitzung macht und mal wirklich so mal eine Runde durchweint, ja, großartig. Oder mal Wut rauskommt, ja, sehr gut. Da werden ja wirklich die Blockaden so gelöst, ja. Dass ja auch eine ganz andere Frequenz, eine Schwingung im Körper, ja. Danach ist ja wie so,
voll gereinigt. Ja. Ja, also ich finde eine Sitzung zum Beispiel, wo gar nichts passiert, wo man nur redet wie bei einem Psychologen oder so, das wäre ja völlig unbefriedigend. Ja, und ich habe auch Möglichkeiten so entwickelt, ich nenne das Hospitationstage, da kommt dann der Mensch oder der Klient, ich habe immer Probleme mit Klient und sowas, sondern der Mensch kommt, guckt sich sein Thema an und ich habe dann im Hintergrund gute Statisten, die Arbeit schon länger kennen und dann kann eine kleine Aufstellung gemacht werden und der Klient geht dann wieder und dann bespreche ich das mit den Kollegen, was genau da, warum ich das so und so gemacht habe und das ist für die Außenstehenden gut zu kommen oder eben auch ja, Tagesseminar oder Intensivwochenenden, wo ich auch mit einer Meditation beginne, dass der Körper erstmal runterfährt. Also ich mache nicht gleich eine Aufstellung nach der anderen, das könnte ich gar nicht. Das will ich auch nicht. Es entwickelt sich etwas und zum Schluss ist es so, dass im Gruppenraum ein Friede ist und das führe ich auch auf meine Harmonisierung zurück, dass das möglich ist, dass die Menschen tatsächlich am Wochenende runterfahren konnten und sagen, ich nehme was mit. Mir ist was bewusst geworden und das ist mir wichtig. Es gibt nicht irgendwie, ich konsumiere mal die Seminare, das machen auch viele. Sie gehen dahin, dorthin, dranbleiben an einer Qualität und mal durchgehen, was du ja auch beschrieben hast. Nochmal da reingehen und nochmal reingehen. Das ist genau das. Es braucht Mut. Und ich glaube, dass ich da bin, wenn ich spüre, dass jemand überfordert ist. Da achte ich sehr drauf. Und die Gefühle sind das Wichtigste überhaupt. Ja. Die sind doch alle blockiert. Mhm. Ja? Oder die Stellvertreter, wenn man da stellvertretend seinen Vater oder seine Mutter mal anbrüllen kann. Ne? Das ist doch, das tut er einfach gut. Und natürlich geht es nachher in die Aussöhnung auch mit denen. Die nehmen ja auch ihre Traumata von den Großeltern und woher mit. Die sind ja nicht gelöst. Ja, wir haben ja auch so viel. Weißt du, auch wenn eine Mutter oder ein Vater grundsätzlich lieb waren, haben wir uns ja als Kinder trotzdem vielleicht dazu entschlossen, ich rette die Mama oder ich rette genau. den und ich bin solidarisch und gehe lieber nicht meinen Weg und guck lieber das. Exakt. Also das sind ja alles Dinge, ich glaube, das können wir mit unserem Verstand nicht erfassen. Da muss wirklich dieses Bewusstsein, dieses Überprüfen, warum passiert mir das jetzt, oder? Was macht's mit mir? Was löst's wirklich für einen Schmerz aus? Ja, und das was anschließend, ich berichte auch, wie mein Weg war dann so bei Klienten und sage auch, ich trage das heute, das tut mir gut, dass ich überall durchkomme. Ich kann auch dann länger mal im Kaufhaus sein, wenn ich da mal hin muss. Und viele meiner Klienten haben das bei sich und berichten mir auch, dass sie das einfach toll finden, wie es ihnen damit geht. Es ist ein Unterstützungspunkt, ja. Und Trauma benötigt eine andere Art von Bewusstsein und Aufmerksamkeit. Und wir können auch die Eltern dadurch entlasten. Die haben dann auch ihre Ruhe. Selbst wenn die tot sind, ja, die ist das in den Aufstellungen sichtbar, dass sie denken, oh Gott sei Dank geht sie jetzt ihren Weg. Und das tut gut. Das tut dem Klienten gut, wenn er spürt, meine Eltern haben auch ihren Frieden. Ich meine, das ist doch das, was wir alle wollen, dass wir in Frieden unser Leben leben und dass uns nicht das Außen sagt, wie schräg wir sind und was wir brauchen und nicht mehr brauchen. Und wir kriegen so viele Spiegel, ne, hier gehalten. Definitiv. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und normal zu werden wieder, Menschen. Ja, das ist mir ganz wichtig. Das ist ja ein schönes Schlusswort, liebe Gisela. Schön, dass du da warst. Danke. Wundervolle Arbeit und viel Erfolg, tolle Menschen und die Arbeit brauchst du jetzt auch definitiv. Ja, danke. Wir machen einfach weiter. Ja. Ich freue mich auch, war ganz schön mit dir. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, ja, ganzheitliche Traumatherapie, wirklich ein tolles Feld, wo die Menschen sicherlich an ihre Urthemen, wahren Urthemen auch drankommen und die lösen dürfen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.